Das alte Theben, Sitz der Götter und der Pharaonen. Vor langer Zeit flogen vom Tempel des ägyptischen Sonnengottes zwei Tauben in die Welt. Die eine landete in Griechenland auf einer Eiche, die andere in einer Oase mitten in der libyschen Wüste. Beide Vögel schufen ein Orakel. Die Taube in der Wüste für Amun, den obersten Gott im alten Ägypten. Im Jahr 332 vor Christus zieht Alexander, den sie später den Großen nennen werden, zu dieser Oase. Er stellt dem Orakel zwei Fragen. Bin ich der Sohn Gottes und werde ich die Welt beherrschen? Gott Amun antwortet: Ich werde dir deinen Wunsch gewähren. Du bist mein Sohn und der künftige Herrscher der Welt. Mit diesem Orakelspruch wird der kleine Wüstenort weltberühmt. Die Oase des Amun, Siva. Alexander der Große verlässt den Ort des Orakels als Pharao Ägyptens. Seinem Feldzug zur Eroberung der Welt steht nichts mehr im Wege. Dankbar verkündet er, er wolle dereinst in Siva begraben werden. September 1798, eine Stunde vor Sonnenaufgang. Ein letztes karges Frühstück vor dem Aufbruch in die Wüste. Zusammen mit Kaufleuten, Pilgern und Kameltreibern sitzt ein junger Mann aus Deutschland am Feuer. Sein Name ist Friedrich Hornemann. Auf seiner geheimen Mission in die libysche Wüste führt er ein Reisetagebuch. Kairo, 5. September, der Tag unserer Abreise. Ich habe hier noch niemandem gesagt, dass ich mich in das Innere von Afrika begeben werde. Hornemanns erstes Ziel ist Siva. Er hat bei den antiken Schriftstellern über die Amun-Oase gelesen und erkennt die Geschichte Alexanders des Großen. Aber niemand kann ihm mehr sagen, ob Siva auch der sagenumwobene Ort des Orakels ist. Hornemann ist vorsichtig. Er hütet sich, zu viele Fragen zu stellen. Er trägt Turban und Galabia, die traditionelle Bekleidung, wie seine Mitreisenden. Von den Messinstrumenten, dem Sextanten und dem Fernrohr in seinem Gepäck weiß keiner. Und auch nicht von dem Pass, den ihm Napoleon, der Eroberer Ägyptens, ausgestellt hat. Trotzdem sind die anderen Reisenden misstrauisch. Das sind sie allen Fremden gegenüber. Hornemann könnte ja, wie die französischen Besatzer, ein Ungläubiger sein. Und für einen Christen ist eine solche Reise lebensgefährlich. Friedrich Hornemann gibt sich als rechtgläubiger Moslem aus. Er behauptet, er kennt den Koran und spricht nur deshalb kein Arabisch, weil er aus Konstantinopel stammt. In einem Brief schreibt er: Hoffentlich prüft niemand, ob ich beschnitten bin. In Wahrheit ist Hornemann der Sohn eines Pastors aus Hildesheim, hat selbst Theologie studiert und will sich nun als Afrikaforscher einen Namen machen. Bezahlt wird sein Abenteuer von der Afrikanischen Gesellschaft in London. In ihrem Auftrag soll er alte Karawanenwege erforschen, englischen Kaufleuten den Weg bereiten und, so Gott will,
afrikanisches Gold in englische Tresore bringen. Seit einem Jahr hat Hornemann in Kairo auf diesen Tag gewartet. Napoleons Einmarsch und die Pest in Kairo haben seine Abreise immer wieder hinausgezögert. Jetzt zieht er endlich in die unbekannte Weite der libyschen Wüste. Der Lärm der großen Stadt liegt hinter ihm. Kairo, im Arabischen Al-Kaira, die Siegreiche. Jahrhundertelang die größte Stadt der Welt. Wer von Ägypten sprach, meinte Kairo. Wer Ägypten erobern wollte, musste Kairo erobern. Wer Ägypten erforschen wollte, begann hier mit seinen Studien. Eine Legende erzählt, die Wissenschaftler, die Napoleons Feldzug begleiteten, hätten in Kairo so viel Notierenswertes gefunden, dass ihnen die mitgebrachte Tinte nicht reichte. Sie schmolzen Gewehrkugeln und füllten das flüssige Blei in Schilfrohre. Die Geburtsstunde des Bleistifts. Es gibt tausend und eine Geschichte um die Stadt am Nil. Und bis die letzte erzählt ist, wird es tausend neue geben. Jenseits des fruchtbaren Niltals im Westen existiert nur das große Nichts, Wüste, endloses Sandmeer. Genau dorthin zieht Friedrich Hornemann mit seiner Karawane. Er schlägt den gleichen Weg ein, den Alexander der Große 2000 Jahre vor ihm genommen hat. Er reist nach Westen, in das Land der untergehenden Sonne, in das Reich der Finsternis und der Toten. Im Westen herrscht Seth, der Gott des Chaos und der Unterwelt. Noch im Mittelalter stand der Name der Oase Siva für das Ende der Welt. Aber Hornemann ist gut vorbereitet und er ist zuversichtlich. In einem seiner letzten Briefe schreibt er an seinen Auftraggeber in London: Selbst wenn Sie in 3 Jahren nichts von mir hören sollten, erkundigen Sie sich ja nicht nach mir. Ich bitte Sie sehr darum. Bei solcher Vorsicht werden die Gefahren meiner Reise, jetzt da ich ein Muselmann bin, nicht unüberwindlich sein. Diejenigen Gefahren, die aus der Hitze, der Länge des Weges entspringen, werde ich durch Mut, Beständigkeit und durch die gute Beschaffenheit meines Körpers zu bekämpfen wissen. Noch in Kairo hat Hornemann einen Dolmetscher gefunden, Josef Freudenburg aus Köln, der sich seit vielen Jahren in Konstantinopel und Kairo herumtreibt, zum Islam übergetreten ist und bereits 3-mal in Mekka war. Freudenburg spricht perfekt Türkisch und Arabisch. Doch keiner von beiden, weder Freudenburg noch Hornemann, war jemals in einer Oase. Noch ist alles ein ferner Traum von frischem Quellwasser und Früchten im Überfluss. Der Traum von einem Garten Eden mitten in der Wüste. Natürlich träumt Hornemann von der Wiederentdeckung des Orakeltempels. Die Herren in London hatten ihm zwar dringend geraten, sich um Handel und Karawanenwege zu kümmern und sich nicht wegen irgendwelcher Altertümer in Gefahr zu begeben, aber gerade die sind Hornemanns Leidenschaft. Heutzutage ist Siwa kein romantischer Ort. Es ist zu heiß, es gibt zu viele Mücken. Und die Bewohner halten nicht viel von den Fremden. Doch Siwa hat für alle, die die Wüste lieben und sich für Archäologie interessieren, eine magische Anziehungskraft. Dr. Klaus Kuhlmann vom Deutschen Archäologischen Institut arbeitet seit 6 Jahren hier. Wir haben hier auf diesem Plan einmal das gesamte Grabungsgebiet computermäßig abgebildet, den Orakeltempel auf Aromi, den Kontra- oder Gegentempel Omobeda, etwa 400 Meter entfernt. Zwischen beiden den Dromos, die heilige Prozessionsstraße. Eben jene Straße, die die berühmte Orakelprozession nehmen musste, an der die weniger hochgestellten Persönlichkeiten teilnehmen wollten.
Nur Priester und Könige dürfen das Orakel im Tempel befragen. Das Volk muss mit der Straße zwischen den beiden Tempeln vorlieb nehmen. 80 Priester tragen ein goldenes Boot mit dem Götterbild auf ihren Schultern. Von allen Seiten drängen die Menschen heran. Jeder will etwas über seine Zukunft wissen oder wenigstens den Orakelgott sehen. Den Gott, der Mensch oder Tier sein kann, der die hohe Federkrone trägt oder die Hörner des Widders. Den Gott, der den Menschen wohlgesonnen, aber unberechenbar ist. Den König der Götter. Die Menschen fürchten Amun. Er ist wie der unsichtbare Wind und die sengenden Strahlen der Sonne. Es heißt, er sei gewalttätig in seiner Fruchtbarkeit und niemand dürfe ihm zu nahe kommen. Amun-Re, der höchste unter den Göttern, widderhörnig und lendenstark. Er gleicht dem griechischen Zeus und dem römischen Jupiter. Er ist Herr von Ober- und Unterägypten, Gemahl der Königin Mut und die Vatergottheit, von der alles Irdische abstammt. Jeder Sterbliche muss sich ihm unterwerfen. Friedrich Hornemann ist mittlerweile mehr als 10 Tage unterwegs. In endlosen Märschen geht es immer weiter nach Westen. Sie essen im Sattel, sie trinken im Sattel und das Wasser in den Lederschläuchen bekommt schon nach wenigen Tagen einen fauligen Geschmack. Hornemann schreibt in sein Tagebuch: Ich hatte mir die Beschwerden der Reise nichts weniger als unbedeutend gedacht. Besonders für mich, der ich nie in einer Karawane gereist war. Aber wie erstaunte ich erst, als ich gegen Mittag einige der vornehmsten und reichsten Kaufleute an einem trockenen Zwieback und einigen Zwiebeln nagen sah. Zehn Tage nach ihrer Abreise sind bereits 3 Männer an Erschöpfung gestorben. Am 12. Tag schläft einer der Kaufleute auf dem Rücken seines Kamels ein. Er rutscht vom Sattel, schlägt mit dem Kopf gegen einen Stein und ist auf der Stelle tot. Und immer noch ist Siwa in weiter Ferne. Zu Hornemanns Zeiten ist das Orakel schon längst vergessen. Allah ist an die Stelle der alten Götter Ägyptens getreten. Aber der Traum vom Blick in die Zukunft ist geblieben. Diese junge Frau will heiraten. Aber wann? Und vor allem wen? Ihr Besuch bei der Wahrsagerin muss heimlich geschehen. Von diesem Haus am Rand von Siwa spricht man nur hinter vorgehaltener Hand. Im offiziellen Islam sind Prophezeiungen dieser Art nicht erwünscht. Was geschehen wird, wird geschehen. Vertraue auf Allah und alles wird gut für dich. Aber du musst einen anderen Tag wählen, hörst du? Ich sehe hier etwas, was dir Kummer machen wird. In deiner Seele wohnt ein böser Geist. Du musst gegen ihn kämpfen, sonst wird er dich besiegen. Im Unterschied zu der Wahrsagerin gab das Amun-Orakel keine Ratschläge oder Empfehlungen, was der Fragesteller im Leben tun sollte. Hätte Alexander der Große gefragt, was muss ich tun, um Herr der Welt zu werden, dann wäre die Antwort nicht gewesen, du musst kämpfen, sondern das Orakel wäre ganz einfach stumm geblieben. Merci. Ägyptische Orakel wurden nicht gesprochen, sondern die Barke vollzog gewisse Bewegungen. Und diese Bewegungen sind abgestimmt gewesen auf Fragen, die immer so gestellt werden musste, dass die Antwort entweder ja oder nein sein konnte. Wenn die Antwort ja war,
Dann haben sich die Priester, die vorne die Barke trugen, auf ein geheimes Zeichen des ältesten dieser Orakelpriester hin in die Knie begeben, sodass der Bug der Barke sozusagen zu nicken schien. Das war das Zeichen für Ja. Am 16. Tag seiner Reise kommt Friedrich Hornemann in Siwa an. Aber er weiß immer noch nicht, ob er in der gleichen Oase ist, die Alexander der Große vor ihm besucht hat. Manches spricht dafür. Die Entfernung zum Nil, der Salzsee, an dem er vorbeigekommen ist, und die Größe der Oase mit ihren Hügeln. Vor allem aber die Reste antiker Bauten. Hornemann muss äußerst vorsichtig sein. Seine Vermessungsgeräte bleiben unausgepackt. Er stellt Fragen, aber er bekommt keine Antworten. Außer, dass unter den Ruinen eine Menge Gold vergraben sei und dass die Menschen vor langer Zeit sehr viel stärker waren als heute. Wie sonst hätten sie die riesigen Steine aufeinander türmen können? Hornemann entdeckt die alten Hieroglyphen, aber er kann sie nicht entziffern. Er weiß nicht, dass solche Königszeichen kaum 25 Jahre nach ihm der Schlüssel zur Übersetzung der Bilderschrift sind. Er fertigt Skizzen an, in der Hoffnung, ein Gelehrter könne ihm später das Rätsel lösen. Er schreibt: Ich weiß sehr wohl, dass diese Beschreibung so unvollständig ist, als dass sie jemanden in den Stand setzen könnte, mehr als Vermutungen zu wagen, ob diese Ruinen Überbleibsel von dem berühmten Tempel Jupiter Ammon sind. Heute ist sich die moderne Archäologie sicher. Es ist der Tempel des Amun. Und hier stand Alexander der Große. Wir stehen jetzt hier, also direkt an dem Platz, an dem Alexander der Große stand. Das dürfte in ungefähr die Position gewesen sein, wo wir unser großes steinernes Pedestal vorzustellen haben, auf dem die Götterbarke mit einem kleinen Barkenschrein, sozusagen die Kajüte des Bootes, mit dem kleinen Götterbild gestanden hat. Diesen Weg geht Alexander in den Tempel. Durch zwei Vorräume kommt er ins Allerheiligste. Die Luft ist weihrauchgeschwängert. Von außen hört er den Gesang der Priester. Dann steht er alleine der Götterbarke gegenüber. Er stellt seine Fragen, aber Amun schweigt. Die Antworten bekommt Alexander später vom hohen Priester. Woher aber kennt der Priester die Fragen? Ist Magie im Spiel? Die Archäologen haben eine sehr weltliche Lösung für das Problem. Das Allerheiligste ist an zwei Seiten von einem schmalen Geheimgang umgeben. Nur die Priester wissen davon. Der Eingang dazu liegt, für alle anderen unsichtbar, im Felsen an der Nordseite des Tempels. Ein oder zwei Priester steigen über eine hölzerne Leiter auf das Dach des Tempels und von dort aus über eine zweite Leiter wieder ein paar Stufen nach unten. Jetzt sind sie direkt über Alexander, nur getrennt durch eine Decke aus Palmstämmen. Deutlich hören sie die königlichen Fragen. Das Ganze würde aber auffliegen, wenn durch Zufall irgendjemand von außen die Priester sehen würde, in dem kurzen Moment, den sie brauchen, um von der Mauerkrone zu ihrem Lauschplatz zu kommen. Auch daran haben die antiken Baumeister gedacht. Eine übermannshohe Blendmauer umfasst das ganze Dach. Hinter mir, müssen Sie sich vorstellen, lag ungefähr noch eine Steinlage 50 cm höher, sodass man in der Tat von außen nicht sehen konnte, wie eine Person hier oben dann versucht hat, in diese Kammer hinunterzusteigen. Und so kann auch niemand Verdacht schöpfen, dass der Orakelspruch am Ende in der Hand der Priester liegt. Und Friedrich Hornemann? Er stand tatsächlich am gleichen Platz wie Alexander der Große. Er hat den Tempel des Amun gefunden. Und genau deshalb halten ihn die Bewohner Siwas für einen Ungläubigen, der den Tod verdient hat. In letzter Not retten ihn einige Verse aus dem Koran und die Fürsprache eines mitreisenden Kaufmanns. Alhamdulillah, Allah sei Dank.
Siva liegt hinter ihm. Er reist weiter nach Westen in die Wüste. Freudenburg, sein Weggefährte und Dolmetscher, fällt wenig später der Syphilis zum Opfer. Hornemann selbst reist noch 3 Jahre durch Nordafrika. Er stirbt an der Ruhr, ohne Europa wiedergesehen zu haben. Die Forscher nach Hornemann schreckt das nicht ab. Sie vertrauen der Technik unseres Jahrhunderts. Prinz Kemal el-Din, Ägyptens Thronfolger, fährt mit kettengetriebenen Fahrzeugen in die Uwenat-Berge südlich von Siwa. In seinen Erinnerungen heißt es: Ich war 1923 zum ersten Mal dort. Das Gelände erwies sich als überaus schwierig und das Ende vom Lied war, dass wir alle unsere Raupenwagen im Stich lassen mussten. An sich ein vollendeter Misserfolg. Doch ich beschloss, eine neue Expedition auszurüsten. Prinz Kemal el-Din überlebt. Aber die Wüste hat auch im Zeitalter der Technik nichts von ihren Gefahren verloren. Die Bewohner von Siwa kümmert der Beginn der neuen Zeit wenig. Sie haben immer noch genug mit ihren internen Schwierigkeiten zu tun. Denn ein Ort der Beschaulichkeit und des Friedens war Siwa nie. Im Mittelalter siedeln 2 verfeindete Clans in Rufweite auf gegenüberliegenden Hügeln. Sie streiten um die Einkünfte aus dem höchst ertragreichen Sklavenhandel und schlachten sich wegen Landstreitigkeiten gegenseitig ab. Erst seit dem letzten Jahrhundert sind sie dem König in Kairo tributpflichtig. Sie wehren sich gegen die drückende Steuerlast und werden von Kairo erneut unterworfen. Siwa, die Oase am Ende der Welt, gehört nun endgültig zu Ägypten. Aber Kairo bleibt weit entfernt. So wenig die Leute dort von Siwa wissen, so wenig ahnen die Menschen hier von den großen Veränderungen, die mit den Fremden ins Land kommen. Das Automobil wird das alles ändern. Die Steyr-Autowerke in Graz bezahlen einen eigenen Repräsentanten in Kairo, den ungarischen Grafen Ladislaus Almasi, die schillerndste Figur unter den Wüstenforschern. Vielsprachig, abenteuerlustig, automobilbesessen und ein begnadeter Flieger mit der ägyptischen Pilotenlizenz Nummer 1. Es kursiert die Anekdote, Al-Masa, der Name des internationalen Flughafens in Kairo, leite sich von Al-Mashi her. Trotzdem kannten nur Eingeweihte bis vor wenigen Jahren diesen Namen. Erst ein Roman und dessen Verfilmung machen ihn berühmt. Al-Mashi, der englische Patient. In Kairo hält sich Al-Mashi immer nur so lange wie nötig auf, um seine nächste Expedition vorzubereiten. Nur selten sieht man ihn als Gast in den französischen oder englischen Clubs oder im berühmten Café Gropi im neuen Zentrum der Stadt. Kairo ist ihm zu westlich geworden. Seit mit Napoleons Feldzug das Orientfieber in Europa ausbrach, kommen immer mehr Fremde ins Land. Und die Reisenden nehmen wenig Rücksicht auf islamische Tradition. Mohammeds Verbot, den Menschen in Bildern darzustellen, gilt bald nicht mehr viel. Europäische Künstler, angezogen von der Exotik des Landes, arbeiten in Kairo. Schriftsteller veröffentlichen in fremden Sprachen. Und manche modernen Entdecker betrachten mit Wehmut die Bilder aus einer Zeit, als es noch ein großes Abenteuer war, von hier aus in die Wüste zu ziehen.
Der Orientalist heißt diese Buchhandlung. Und die Besitzerin Nahwa Krami hat zumindest in Kairo das größte Angebot an Büchern und Abbildungen aus diesen frühen Entdeckerjahren. Das ist ein Buch von Hoskins, einem der Reisenden in die libysche Wüste. Er besuchte die Oasen. Brown, Hoskins, Hamilton, Butin, Caillot, Namen aus einer langen Reihe von Wüstenforschern, die Siwa besuchten, über ihre Reisen schrieben und heute vergessen sind. Das ist Rolfs. Dann kam Rolfs. Gerhard Rolfs, deutscher Forscher im Auftrag der ägyptischen Regierung. Auf seiner ersten Reise versorgt ihn der Vizekönig Ismail mit der königlichen Küche. Rolfs notiert: Da war aber auch alles Nötige, um auf der Reise mit allem europäischen Komfort zu speisen. Ein ganzes Silberservice, Porzellan, Glas und Kristall. Da waren Champagner, französische, deutsche und spanische Weine, Liköre und Bier. Da waren Kaffee, Tee, Schokolade und Zigarren und endlich Befehl, alles zu erneuern, falls es verbraucht sei. Trotz dieser wahrhaft königlichen Ausrüstung wäre Rolfs auf seinem Weg durch die große Sandsee nach Siwa beinahe verdurstet. In einem seiner Bücher heißt es über diese Reise: Wohl wäre die Einöde des libyschen Sandmeers dazu angetan, schreckliche Gedanken aufkommen zu lassen. Aber jetzt war jede Furcht verscheucht. Lag doch im Glanze der untergehenden Sonne der heilige Orakelort des Jupiter Ammon vor uns. Siwa. Das Siwa, so wie es vor Rolfs lag, war aus Lehm und Salz gebaut. Es hielt jahrhundertelang und ist heute weitgehend zerfallen. Weit im Süden der großen Sandsee deponiert Rolfs in einer Weinflasche die Nachricht: Lagerplatz der von Gerhard Rolfs geleiteten Expedition in die libysche Wüste. Prinz Kemal el-Din erfährt davon und macht sich 50 Jahre später auf die Suche nach der Flaschenpost im Wüstenmeer. Er findet sie, fertigt eine Abschrift an und deponiert sie in einer Champagnerflasche mit seinem Siegel an der gleichen Stelle. Graf al-Maschi, der Protégé des Prinzen, findet 10 Jahre darauf dessen Nachricht und auch noch die Spuren der Kettenfahrzeuge. Beide Nachrichten, die Wein- und die Champagnerflasche, liegen heute in einem Privatmuseum in Kairo. In unserer Zeit ist es vergleichsweise einfach, winzige Punkte in der Wüste anzusteuern. Die Koordinaten der verlassenen Oase Al-Arek sind bekannt. Die Grabzeichnungen aus der Antike fotografiert und veröffentlicht. Um solche abgelegenen Orte zu finden, braucht man weder Kompass noch Sextant zur Positionsbestimmung. Moderne Wüstenreisende geben die Koordinaten ihres Ziels in ein Satellitennavigationsgerät ein. Das Gerät führt mit einer Genauigkeit von plus minus 50 Metern zu der angepeilten Stelle. Graf al-Maschi kannte sicherlich diesen Fleck in der Wüste im Nirgendwo. Auf einer seiner Reisen hat Dr. Kuhlmann hier ein geheimes englisches Rollfeld aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Und al-Maschi war damals vom Wüstenforscher zum Kundschafter des Deutschen Afrikakorps geworden. Bis hierher erstreckte sich das Operationsfeld der Long Range Desert Group, der englischen Spionageabwehr in Nordafrika. Die besten Leute dieser Organisation hatten vor dem Krieg in der libyschen Wüste als Geographen gearbeitet. Zusammen mit al-Maschi, der nun Hauptmann in Rommels Afrikakorps ist. Die ehemaligen Kollegen und Freunde finden sich in feindlichen Lagern wieder. Die eine Seite stapelt Benzinkanister, um die Reichweite ihrer Aufklärungsflugzeuge zu vergrößern. Die andere Seite findet sie und lässt das Flugbenzin in den Wüstensand laufen. Und die Gegner kennen sich gut genug, um zu wissen, wer hinter welchen Aktionen steckt. Landung in Afrika. Die Gelandung.
gelandeten Verbände werden zur El Alamein Front in Marsch gesetzt. Hier wird jetzt Deutsch gesprochen. Alexander der Große wurde in Ägypten als Befreier vom persischen Joch begrüßt. Auf ähnliche Sympathien stieß Feldmarschall Rommel im Krieg gegen die Engländer. Scheich Ahmed Haider erzählt über den Krieg, der bis nach Siwa kam. One morning I woke up and found the Allies, English, French, Indians, armies are leaving the town. Eines Morgens bin ich aufgewacht und sah, wie die Alliierten, Engländer, Franzosen und Inder die Oase verließen. Sie zerstörten alles, was sie nicht mehr brauchten. Nur ihre Autos, die Lastwagen und die Panzer nahmen sie mit. Danach bombardierten die Italiener 10 oder 15 Tage lang unseren Ort. Am Anfang flüchteten wir noch in die Gärten, nicht in den Gräberberg. Und so starben viele von uns durch die Bomben. In stundenlangem Flug geht es über die endlose Weite der libyschen Wüste. Seit 1940 sind britische und ägyptische Truppen in Siwa stationiert, um den drohenden Angriff der Deutschen und Italiener abzuwehren. 2 Jahre lang greifen italienische Jagdflieger Siwa aus der Luft an. 100 Oasenbewohner werden dabei getötet. Die Überlebenden retten sich in den Gräberberg Gebel Mauta. Die ersten Flüchtlinge suchen Schutz in den bereits bekannten antiken Felsgrotten. Als diese nicht mehr ausreichen, werden noch intakte Gräber geöffnet, die Mumien beiseite geräumt und 2 Jahre lang leben Männer, Frauen und Kinder mit ihrem ganzen Hausstand an dem heiligen Ort mitten unter den Toten. Der ägyptische Archäologe Ahmed Fakhri berichtet, dass damals vergoldete Särge, Schmuck und antike Wandmalereien aus Siwa in Kairo auftauchen. Er bekommt eine Sondergenehmigung zu einer Inspektionsreise. Fakhri berichtet, Dutzende Felsgräber, einschließlich des Siamun-Grabes, waren entdeckt worden. Ich war entsetzt, als ich sah, dass viele Soldaten die Gräber besuchten, den dort lebenden Familien ein paar Piaster gaben, um dann irgendein Stück einer Wandmalerei als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Die Leute in Siwa profitierten von der Anwesenheit der Soldaten. Und manch einer brachte es dabei zu Reichtum. Der Archäologe tat sein Bestes, die einzigartigen Wandmalereien zu erhalten. Aber im Krieg war der Schutz der Menschen wichtiger als die Rettung der Bilder. Zudem ist Kunstraub keine Erfindung der Soldaten oder der Menschen in Siwa. Seit der Pharaonenzeit gibt es Räuber, denen Gold mehr bedeutet als der Fluch der ewigen Verdammnis. Die Himmelsgöttin Nut, zuständig für den Kreislauf der Gestirne und die Wiedergeburt des Verstorbenen, ist machtlos gegen die Räuber. Das ist ein Foto von Feldmarschall Rommel. Er kam eines Tages, ich glaube, für nur 7 Stunden. Es waren eine Menge Flugzeuge am Himmel und mein Vater sagte mir, dass der Chef der deutschen Armee in Siwa ist. Ich erinnere mich noch an den Tag, als er kam. Es war 1942. Ich hütete die Schafe und Ziegen auf einem Feld meines Vaters. Später am Abend erzählte er mir, dass sie Rommel zu einem Bankett in den Palmengarten eingeladen hätten. Und er gab allen Scheiß, die dabei waren, Tee, Geld und Zucker. Marschall Rommel trifft in Siwa ein. Scheichs von Siwa.
Das ist eine der Uniformjacken, die mein Vater im Sommer 42 trug. Womöglich war er mit dieser Jacke in Siwa. Mein Vater hatte auch einen besonderen Hang zu den Arabern gehabt und kam von dem Besuch zurück mit verschiedenen Palmenherzen und Körben, die er dort als Geschenk erhalten hat. Die Geschenke bekommt Rommel vom Vater dieser beiden Männer, Scheich Ali Haider. Das hier ist mein Vater, Ali Ahmed Haider. Scheich Ali, der reichste Bewohner der Oase, verkauft unseren Soldaten köstliche Shiva-Trauben. An der Sonnenquelle. Hinein in das Bad der Kleopatra. Schon im grauen Altertum war dieses Bad als Heilquelle berühmt. Wer macht Soldaten in der heiligen Quelle? Wer macht Soldaten am Orakeltempel? Bald tauchen in Siwa die ersten Gerüchte auf, dass der Orakelort ein böses Omen für die neuen Besatzer sei. Sollte womöglich das Orakel von Siwa dem Feldherrn Alexander Glück und dem Afrikakorps den Untergang bescheren? Fahrt zur Sonnenquelle. Mein Vater war schon Chef einer Besatzungsmacht, aber die Besatzungsmacht hat weder Zeit noch Lust gehabt, irgendjemanden zu unterdrücken. Aber bei meinem Vater hat auch eine Art Heldenverehrung eine Rolle gespielt. Er war dort der große Kriegsfürst, wenn er dann noch einen guten Tag und auf Wiedersehen auf Arabisch gesagt hat, dann war man sehr beeindruckt. So ist eigentlich das Verhältnis nicht durch längeren Aufenthalt deutscher Truppen beschädigt worden und war froh, dass sie einigermaßen in Alamein überleben konnte, eine Zeit lang wenigstens. El Alamein heißt übersetzt zwei Zeichen. Ein Ort, an dem kaum Menschen lebten, an dem lediglich die alte Eisenbahn hielt, um Wasser nachzufüllen. An diesem Ort fanden die deutschen Weltmachtsträume ein jähes Ende. Nach dem erhofften Sieg des Afrikakorps über die Alliierten sollten deutsche Truppen weiter nach Osten vordringen, um sich dann mit den ebenfalls siegreichen Verbänden des Russlandfeldzuges in einer riesigen Zangenbewegung zu vereinigen. Die Gefechte an der El Alamein-Front werden immer härter. Es geht neuen Entscheidungen entgegen. Das Reich Alexanders des Großen wäre, gemessen an diesen Vorstellungen, ein Kleinstaat gewesen. Für Alexander den Großen hat sich der Spruch des Orakels erfüllt. Aber kaum ist er Herrscher der damals bekannten Welt, stirbt er in Babylon am Fieber. Er wird nach ägyptischem Ritual mumifiziert, aber nicht nach Griechenland, sondern nilaufwärts nach Memphis gebracht. Ptolemäus, sein Nachfolger in Ägypten, hat den Streit um die Mumie des Totenwelteroberers gewonnen. Ein neues Orakel verspricht ihm Reichtum und Sicherheit. Ptolemäus lässt ein Grabmal in Alexandria bauen, prächtiger als alles, was man bisher gesehen hat. Doch bis es fertig ist, wird Alexander vorübergehend hier in Saqqara bestattet. In Saqqara liegen die mumifizierten heiligen Stiere, die alten Pharaonen und ihr Hofstaat. Darunter auch die berühmte Mumie des Nefer, Hofmusiker eines ägyptischen Herrschers. Noch einmal 2000 Jahre vor Alexander dem Großen. Alexanders ruht nur wenige Jahre in der Nachbarschaft des Musikers. Dann wird sie nach Alexandria überführt und 10 Jahre später ein zweites Mal umgebettet. Aber wohin? Das weiß heute niemand mehr.
bis 1995 die griechische Archäologin Liana Souvalzi verkündet, ich habe das Grab Alexanders gefunden. Die Experten zweifeln, vor allem weil der Fundort in der Oase Siva und nicht in Alexandria liegt. Aber Frau Souvalzi ist sich sicher, Alexander wollte in Siva begraben werden. Er liebte Siva. 3 Jahre später ist das Gelände mit Stacheldraht eingezäunt. Die Regierung hat Grabungsverbot erteilt und ein Wächter dreht einsam seine Runden. Wir dürfen nicht auf das Grabungsgelände und eine offizielle Stellungnahme ist auch nicht zu bekommen. Liana Souvalzi sagt in einem Interview, ich weiß, dass ich jeden Augenblick von Angesicht zu Angesicht mit Alexander stehen werde. Kollegen und Presseleute runzeln die Stirn. Und ein Journalist in Kairo zählt nach, dass seit dem 4. Jahrhundert vor Christus 139 Mal das Grab Alexanders gefunden wurde. Zuletzt eben in Siva, wo alles seinen Anfang nahm. Vielleicht sollte man das Orakel des Gottes Amun nach dem Alexandergrab fragen. Aber das Orakel spricht nicht mehr. Und selbst wenn die Barke mit dem Heiligtum auf uns zukäme, die Antwort ein klares Ja wäre, würden wir ihr heute Glauben schenken? Glauben wir dem Sandorakel, bei dem geheimnisvolle Linien von der Erfüllung unserer Wünsche erzählen? Oder dem blinden Seher, der in alter Zeit großes Ansehen genoss? Orakel sind nicht länger Teil der Mythologie, sondern Untersuchungsgegenstand der Historiker und Archäologen. Aber selbst sie wissen auf viele Fragen keine Antwort. Siva liegt noch immer inmitten der libyschen Wüste. Nur gibt es keine Kamelkarawanen mehr, wie zu Hornemanns Zeit. Siva ist keine 20 Tagesmärsche von Kairo entfernt. Vom Mittelmeer aus führt eine Teerstraße in die Oase. Mit dem Auto ist man bequem in einem Tag am Tempel des Amun. Doch sein Orakel ist ferner denn je. ZDF-Expedition berichtet von Tragödien der Technik und Katastrophen der Natur, entdeckt die Geheimnisse unserer Herkunft und löst die Rätsel unseres Daseins. Die Abenteuer mutiger Pioniere neu erleben und an den Träumen und Zukunftsvisionen der Menschheit teilnehmen. Kairo. Wer Ägypten erobern wollte, musste Kairo erobern. Wer Ägypten erforschen wollte, begann hier mit seinen Studien. Eine Legende erzählt, die Wissenschaftler, die Napoleons Feldzug begleiteten, hätten in Kairo so viel Notierenswertes gefunden, dass ihnen die mitgebrachte Tinte nicht reichte. Sie schmolzen Gewehrkugeln und füllten das flüssige Blei in Schilfrohre. Die Geburtsstunde des Bleistifts. Es gibt tausend und eine Geschichte um die Stadt am Nil. Und bis die letzte erzählt ist, wird es tausend neue geben. Jenseits des fruchtbaren Niltals im Westen existiert nur das große Nichts, Wüste, endloses Sandmeer. Genau dorthin zieht Friedrich Hornemann mit seiner Karawane. Er schlägt den gleichen Weg ein, den Alexander der Große 2000 Jahre vor ihm genommen hat. Er reist nach Westen, in das Land der untergehenden Sonne, in das Reich der Finsternis und der Toten. Im Westen herrscht Seth, der Gott des Chaos und der Unterwelt. Noch im Mittelalter stand der Name der Oase Siva für das Ende der Welt. Aber Hornemann ist gut vorbereitet und er ist zuversichtlich. In einem seiner letzten Briefe schreibt er an seinen Auftraggeber in London: Selbst wenn Sie in 3 Jahren nichts von mir hören sollten, erkundigen Sie sich ja nicht nach mir. Ich bitte Sie sehr darum. Bei solcher Vorsicht werden die Gefahren meiner Reise, jetzt da ich ein Muselmann bin, nicht unüberwindlich sein.
Diejenigen Gefahren, die aus der Hitze, der Länge des Weges entspringen, werde ich durch Mut, Beständigkeit und durch die gute Beschaffenheit meines Körpers zu bekämpfen wissen. Noch in Kairo hat Hornemann einen Dolmetscher gefunden, Josef Freudenburg aus Köln, der sich seit vielen Jahren in Konstantinopel und Kairo herumtreibt, zum Islam übergetreten ist und bereits dreimal in Mekka war. Freudenburg spricht perfekt Türkisch und Arabisch. Doch keiner von beiden, weder Freudenburg noch Hornemann, war jemals in einer Oase. Noch ist alles ein ferner Traum von frischem Quellwasser und Früchten im Überfluss. Der Traum von einem Garten Eden mitten in der Wüste. Fürchten Amun. Er ist wie der unsichtbare Wind und die sengenden Strahlen der Sonne. Es heißt, er sei gewalttätig in seiner Fruchtbarkeit und niemand dürfe ihm zu nahe kommen. Amun Re, der Höchste unter den Göttern, widerhörnig und lendenstark. Er gleicht dem griechischen Zeus und dem römischen Jupiter. Er ist Herr von Ober- und Unterägypten, Gemahl der Königin Mut und die Vatergottheit, von der alles Irdische abstammt. Jeder Sterbliche muss sich ihm unterwerfen. Friedrich Hornemann ist mittlerweile mehr als 10 Tage unterwegs. In endlosen Märschen geht es immer weiter nach Westen. Sie essen im Sattel, sie trinken im Sattel. Und das Wasser in den Lederschläuchen bekommt schon nach wenigen Tagen einen fauligen Geschmack. Hornemann schreibt in sein Tagebuch: Ich hatte mir die Beschwerden der Reise nichts weniger als unbedeutend gedacht. Besonders für mich, der ich nie in einer Karawane gereist war. Aber wie erstaunte ich erst, als ich gegen Mittag einige der vornehmsten und reichsten Kaufleute an einem trockenen Zwieback und einigen Zwiebeln nagen sah. Zehn Tage nach ihrer Abreise sind bereits 3 Männer an Erschöpfung gestorben. Am 12. Tag schläft einer der Kaufleute auf dem Rücken seines Kamels ein. Er rutscht vom Sattel, schlägt mit dem Kopf gegen einen Stein und ist auf der Stelle tot. Und immer noch ist Ziwa in weiter Ferne. Zu Hornemanns Zeiten ist das Orakel schon längst vergessen. Allah ist an die Stelle der alten Götter Ägyptens getreten. Aber der Traum vom Blick in die Zukunft ist geblieben. Diese junge Frau will heiraten. Aber wann? Und vor allem wen? Ihr Besuch bei der Wahrsagerin muss heimlich geschehen. Von diesem Haus am Rand von Siwa spricht man nur hinter vorgehaltener Hand. Im offiziellen Islam sind Prophezeiungen dieser Art nicht erwünscht. Was geschehen wird, wird geschehen. Vertraue auf Allah und alles wird gut für dich. Aber du musst einen anderen Tag wählen, hörst du? Ich sehe hier etwas, was dir Kummer machen wird. In deiner Seele wohnt ein böser Geist. Du musst gegen ihn kämpfen, sonst wird er dich besiegen. Eines Morgens bin ich aufgewacht und sah, wie die Alliierten, Engländer, Franzosen und Inder die Oase verließen. Sie zerstörten alles, was sie nicht mehr brauchten. Nur ihre Autos, die Lastwagen und die Panzer nahmen sie mit. Danach bombardierten die Italiener 10 oder 15 Tage lang unseren Ort. Am Anfang flüchteten wir noch in die Gärten, nicht in den Gräberberg. Und so starben viele von uns durch die Bomben. In stundenlangem Flug geht es über die endlose Weite der libyschen Wüste.
1940 sind britische und ägyptische Truppen in Siwa stationiert, um den drohenden Angriff der Deutschen und Italiener abzuwehren. Zwei Jahre lang greifen italienische Jagdflieger Siwa aus der Luft an. 100 Oasenbewohner werden dabei getötet. Die Überlebenden retten sich in den Gräberberg Gebel Mauta. Die ersten Flüchtlinge suchen Schutz in den bereits bekannten antiken Felsgrotten. Als diese nicht mehr ausreichen, werden noch intakte Gräber geöffnet, die Mumien beiseite geräumt und zwei Jahre lang leben Männer, Frauen und Kinder mit ihrem ganzen Hausstand an dem heiligen Ort mitten unter den Toten. Der ägyptische Archäologe Ahmed Fakhri berichtet, dass damals vergoldete Särge, Schmuck und antike Wandmalereien aus Siwa in Kairo auftauchen. Er bekommt eine Sondergenehmigung zu einer Inspektionsreise. Fakhri berichtet, Dutzende Felsgräber, einschließlich des Siamun-Grabes, waren entdeckt worden. Ich war entsetzt, als ich sah, dass viele Soldaten die Gräber besuchten, den dort lebenden Familien ein paar Piaster gaben, um dann irgendein Stück einer Wandmalerei als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Die Leute in Siwa profitierten von der Anwesenheit der Soldaten. Und manch einer brachte es dabei zu Reichtum. Der Archäologe tat sein Bestes, die einzigartigen Wandmalereien zu erhalten. Aber im Krieg war der Schutz der Menschen wichtiger als die Rettung der Bilder. Zudem ist Kunstraub keine Erfindung der Soldaten oder der Menschen in Siwa. Seit der Pharaonenzeit gibt es Räuber, denen Gold mehr bedeutet als der Fluch der ewigen Verdammnis. Die Himmelsgöttin Nut, zuständig für den Kreislauf der Geschichte, die Alexander der Große vor ihm besucht hat. Manches spricht dafür. Die Entfernung zum Nil, der Salzsee, an dem er vorbeigekommen ist, und die Größe der Oase mit ihren Hügeln. Vor allem aber die Reste antiker Bauten. Hornemann muss äußerst vorsichtig sein. Seine Vermessungsgeräte bleiben unausgepackt. Er stellt Fragen, aber er bekommt keine Antworten. Außer, dass unter den Ruinen eine Menge Gold vergraben sei und dass die Menschen vor langer Zeit sehr viel stärker waren als heute. Wie sonst hätten sie die riesigen Steine aufeinander türmen können? Hornemann entdeckt die alten Hieroglyphen, aber er kann sie nicht entziffern. Er weiß nicht, dass solche Königszeichen kaum 25 Jahre nach ihm der Schlüssel zur Übersetzung der Bilderschrift sind. Er fertigt Skizzen an, in der Hoffnung, ein Gelehrter könne ihm später das Rätsel lösen. Ich weiß sehr wohl, dass diese Beschreibung so unvollständig ist, als dass sie jemanden in den Stand setzen könnte, mehr als Vermutungen zu wagen, ob diese Ruinen Überbleibsel von dem berühmten Tempel Jupiter Ammon sind. Heute ist sich die moderne Archäologie sicher. Es ist der Tempel des Amun. Und hier stand Alexander der Große. Wir stehen jetzt hier, also direkt an dem Platz, an dem Alexander der Große stand. Das dürfte in ungefähr die Position gewesen sein, wo wir uns ein großes steinernes Pedestal vorzustellen haben, auf dem die Götterbarke mit einem kleinen Barkenschrein, sozusagen die Kajüte des Bootes, mit dem kleinen Götterbild gestanden hat. Diesen Weg geht Alexander in den Tempel. Durch zwei Vorräume kommt er ins Allerheiligste. Die Luft ist weihrauchgeschwängert. Von außen hört er den Gesang der Priester. Dann steht er alleine der Götterbarke gegenüber. Er stellt seine Fragen, aber Amun schweigt. Die Antworten bekommt Alexander später vom hohen Priester. Woher aber kennt der Priester die Fragen? Ist Magie im Spiel? Die Archäologen haben eine sehr weltliche Lösung für das Problem. Das Allerheiligste ist an zwei Seiten von einem schmalen Geheimgang umgeben. Nur die Priester wissen davon. Der Eingang dazu liegt, für alle anderen unsichtbar, im Felsen an der Nordseite des Tempels.
Ein oder zwei Priester steigen über eine hölzerne Leiter auf das Dach des Tempels und von dort aus über eine zweite Leiter wieder ein paar Stufen nach rein, sozusagen die Kajüte des Bootes mit dem kleinen Götterbild gestanden hat. Diesen Weg geht Alexander in den Tempel. Durch zwei Vorräume kommt er ins Allerheiligste. Die Luft ist weihrauchgeschwängert. Von außen hört er den Gesang der Priester. Dann steht er alleine der Götterbarke gegenüber. Er stellt seine Fragen, aber Amun schweigt. Die Antworten bekommt Alexander später vom hohen Priester. Woher aber kennt der Priester die Fragen? Ist Magie im Spiel? Die Archäologen haben eine sehr weltliche Lösung für das Problem. Das Allerheiligste ist an zwei Seiten von einem schmalen Geheimgang umgeben. Nur die Priester wissen davon. Der Eingang dazu liegt, für alle anderen unsichtbar, im Felsen an der Nordseite des Tempels. Ein oder zwei Priester steigen über eine hölzerne Leiter auf das Dach des Tempels und von dort aus über eine zweite Leiter wieder ein paar Stufen nach unten. Jetzt sind sie direkt über Alexander, nur getrennt durch eine Decke aus Palmstämmen. Deutlich hören sie die königlichen Fragen. Das Ganze würde aber auffliegen, wenn durch Zufall irgendjemand von außen die Priester sehen würde, in dem kurzen Moment, den sie brauchen, um von der Mauerkrone zu ihrem Lauschplatz zu kommen. Auch daran haben die antiken Baumeister gedacht. Eine übermannshohe Blendmauer umfasst das ganze Dach. Hinter mir, müssen Sie sich vorstellen, lag ungefähr noch eine Steinlage 50 cm höher, sodass man in der Tat von außen nicht sehen konnte, wie eine Person hier oben dann versucht hat, in diese Kammer hinunterzusteigen. Und so kann auch niemand Verdacht schöpfen, dass der Orakelspruch am Ende in der Hand der Priester liegt. Und Friedrich Hornemann? Er stand tatsächlich am gleichen Platz wie Alexander der Große. Er hat den Tempel des Amun gefunden. Und genau deshalb halten ihn die Bewohner Sivas für einen Ungläubigen, der den Tod verdient hat. In letzter Not retten ihn einige Verse aus dem Koran und die Fürsprache eines mitreisenden Kaufmanns. Alhamdulillah, Allah sei Dank. Siva liegt hinter ihm. Er reist weiter nach Westen in die Wüste. Freudenburg, sein Weggefährte und Dolmetscher, fällt wenig später der Syphilis zum Opfer. Hornemann selbst reist noch 3 Jahre durch Nordafrika. Er stirbt an der Ruhr, ohne Europa wiedergesehen zu haben. Die Forscher nach Hornemann schreckt das nicht ab. Sie vertrauen der Technik unseres Jahrhunderts. Felsgrotten. Als diese nicht mehr ausreichen, werden noch intakte Gräber geöffnet, die Mumien beiseite geräumt und 2 Jahre lang leben Männer, Frauen und Kinder mit ihrem ganzen Hausstand an dem heiligen Ort mitten unter den Toten. Der ägyptische Archäologe Ahmed Fakhri berichtet, dass damals vergoldete Särge, Schmuck und antike Wandmalereien aus Siva in Kairo auftauchen. Er bekommt eine Sondergenehmigung zu einer Inspektionsreise. Fakhri berichtet, Dutzende Felsgräber, einschließlich des Siamun-Grabes, waren entdeckt worden. Ich war entsetzt, als ich sah, dass viele Soldaten die Gräber besuchten, den dort lebenden Familien ein paar Piaster gaben, um dann irgendein Stück einer Wandmalerei als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Die Leute in Siva profitierten von der Anwesenheit der Soldaten und manch einer brachte es dabei zu Reichtum. Der Archäologe tat sein Bestes, die einzigartigen Wandmalereien zu erhalten. Aber im Krieg war der Schutz der Menschen wichtiger als die Rettung der Bilder. Zudem ist Kunstraub keine Erfindung der Soldaten oder der Menschen in Siva. Seit der Pharaonenzeit gibt es Räuber, denen Gold mehr bedeutet als der Fluch der ewigen Verdammnis. Die Himmelsgöttin Nut, zuständig für den Kreislauf der Gestirne und die Wiedergeburt des Verstorbenen, ist machtlos gegen die Räuber.
Das ist ein Foto von Feldmarschall Rommel. Er kam eines Tages, ich glaube, für nur 7 Stunden. Es waren eine Menge Flugzeuge am Himmel und mein Vater sagte mir, dass der Chef der deutschen Armee in Siva ist. Ich erinnere mich noch an den Tag, als er kam. Es war 1942. Ich hütete die Schafe und Ziegen auf einem Feld meines Vaters. Später am Abend erzählte er mir, dass sie Rommel zu einem Bankett in den Palmengarten eingeladen hätten. Und er gab allen Scheiß, die dabei waren, Tee, Geld und Zucker. Marschall Rommel trifft in Siva ein. Scheiks von Siva. Auf ihren Schultern. Von allen Seiten drängen die Menschen heran. Jeder will etwas über seine Zukunft wissen oder wenigstens den Orakelgott sehen. Den Gott, der Mensch oder Tier sein kann, der die hohe Federkrone trägt oder die Hörner des Widders. Den Gott, der den Menschen wohlgesonnen, aber unberechenbar ist, den König der Götter. Die Menschen fürchten Amun. Er ist wie der unsichtbare Wind und die sengenden Strahlen der Sonne. Es heißt, er sei gewalttätig in seiner Fruchtbarkeit und niemand dürfe ihm zu nahe kommen. Amun Re, der höchste unter den Göttern, widderhörnig und lendenstark. Er gleicht dem griechischen Zeus und dem römischen Jupiter. Er ist Herr von Ober- und Unterägypten, Gemahl der Königin Mut und die Vatergottheit, von der alles Irdische abstammt. Jeder Sterbliche muss sich ihm unterwerfen. Friedrich Hornemann ist mittlerweile mehr als 10 Tage unterwegs. In endlosen Märschen geht es immer weiter nach Westen. Sie essen im Sattel, sie trinken im Sattel. Und das Wasser in den Lederschläuchen bekommt schon nach wenigen Tagen einen fauligen Geschmack. Hornemann schreibt in sein Tagebuch: Ich hatte mir die Beschwerden der Reise nichts weniger als unbedeutend gedacht. Besonders für mich, der ich nie in einer Karawane gereist war. Aber wie erstaunte ich erst, als ich gegen Mittag einige der vornehmsten und reichsten Kaufleute an einem trockenen Zwieback und einigen Zwiebeln nagen sah. Zehn Tage nach ihrer Abreise sind bereits 3 Männer an Erschöpfung gestorben. Am 12. Tag schläft einer der Kaufleute auf dem Rücken seines Kamels ein. Er rutscht vom Sattel, schlägt mit dem Kopf gegen einen Stein und ist auf der Stelle tot. Und immer noch ist Siva in weiter Ferne. Zu Hornemanns Zeiten ist das Orakel schon längst vergessen. Allah ist an die Stelle der alten Götter Ägyptens getreten. Aber der Traum vom Blick in die Zukunft ist geblieben. Diese junge Frau will heiraten. Aber wann? Und vor allem wen? Ihr Besuch bei der Wahrsagerin muss heimlich geschehen. Von diesem Haus am Rand von Siva spricht man nur hinter vorgehaltener Hand. Im offiziellen Islam sind Prophezeiungen dieser Art nicht erwünscht. Was geschehen wird, wird geschehen. Vertraue auf alle. Dabei getötet. Die Überlebenden retten sich in den Gräberberg Gebel Mauta. Die ersten Flüchtlinge suchen Schutz in den bereits bekannten antiken Felsgrotten. Als diese nicht mehr ausreichen, werden noch intakte Gräber geöffnet, die Mumien beiseite geräumt und 2 Jahre lang leben Männer, Frauen und Kinder mit ihrem ganzen Hausstand an dem heiligen Ort mitten unter den Toten. Der ägyptische Archäologe Ahmed Fakhri berichtet, dass damals vergoldete Särge, Schmuck und antike Wandmalereien aus Siva in Kairo auftauchen. Er bekommt eine Sondergenehmigung zu einer Inspektionsreise. Fakhri berichtet, Dutzende Felsgräber, einschließlich des Siamun-Grabes, waren entdeckt worden. Ich war entsetzt, als ich sah, dass viele Soldaten die Gräber besuchten, den dort lebenden Familien ein paar Piaster gaben
um dann irgendein Stück einer Wandmalerei als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Die Leute in Siwa profitierten von der Anwesenheit der Soldaten. Und manch einer brachte es dabei zu Reichtum. Der Archäologe tat sein Bestes, die einzigartigen Wandmalereien zu erhalten. Aber im Krieg war der Schutz der Menschen wichtiger als die Rettung der Bilder. Zudem ist Kunstraub keine Erfindung der Soldaten oder der Menschen in Siwa. Seit der Pharaonenzeit gibt es Räuber, denen Gold mehr bedeutet als der Fluch der ewigen Verdammnis. Die Himmelsgöttin Nut, zuständig für den Kreislauf der Gestirne und die Wiedergeburt des Verstorbenen, ist machtlos gegen die Räuber. Das ist ein Foto von Feldmarschall Rommel. Er kam eines Tages, ich glaube, für nur 7 Stunden. Es waren eine Menge Flugzeuge am Himmel und mein Vater sagte mir, dass der Chef der deutschen Armee in Siwa ist. Ich erinnere mich noch an den Tag, als er kam. Es war 1942. Ich hütete die Schafe und Ziegen auf einem Feld meines Vaters. Später am Abend erzählte er mir, dass sie Rommel zu einem Bankett in den Palmengarten eingeladen hätten. Und er gab allen Scheiß, die dabei waren, Tee, Geld und Zucker. Marschall Rommel trifft in Siwa ein. Ein, den Alexander der Große 2000 Jahre vor ihm genommen hat. Er reist nach Westen, in das Land der untergehenden Sonne, in das Reich der Finsternis und der Toten. Im Westen herrscht Seth, der Gott des Chaos und der Unterwelt. Noch im Mittelalter stand der Name der Oase Siwa für das Ende der Welt. Aber Hornemann ist gut vorbereitet und er ist zuversichtlich. In einem seiner letzten Briefe schreibt er an seinen Auftraggeber in London: Selbst wenn Sie in 3 Jahren nichts von mir hören sollten, erkundigen Sie sich ja nicht nach mir. Ich bitte Sie sehr darum. Bei solcher Vorsicht werden die Gefahren meiner Reise, jetzt da ich ein Musulmann bin, nicht unüberwindlich sein. Diejenigen Gefahren, die aus der Hitze, der Länge des Weges entspringen, werde ich durch Mut, Beständigkeit und durch die gute Beschaffenheit meines Körpers zu bekämpfen wissen. Noch in Kairo hat Hornemann einen Dolmetscher gefunden, Josef Freudenburg aus Köln, der sich seit vielen Jahren in Konstantinopel und Kairo herumtreibt, zum Islam übergetreten ist und bereits 3-mal in Mekka war. Freudenburg spricht perfekt Türkisch und Arabisch. Doch keiner von beiden, weder Freudenburg noch Hornemann, war jemals in einer Oase. Noch ist alles ein ferner Traum von frischem Quellwasser und Früchten im Überfluss. Der Traum von einem Garten Eden mitten in der Wüste. Natürlich träumt Hornemann von der Wiederentdeckung des Orakeltempels. Die Herren in London hatten ihm zwar dringend geraten, sich um Handel und Karawanenwege zu kümmern und sich nicht wegen irgendwelcher Altertümer in Gefahr zu begeben, aber gerade die sind Hornemanns Leidenschaft. Heutzutage ist Siwa kein romantischer Ort. Es ist zu heiß, es gibt zu viele Mücken. Und die Bewohner halten nicht viel von den Fremden. Doch Siwa hat für alle, die die Wüste lieben und sich für Archäologie interessieren, eine magische Anziehungskraft.
Dr. Klaus Kuhlmann vom Deutschen Archäologischen Institut arbeitet seit 6 Jahren hier. Wir haben hier auf diesem Plan einmal das gesamte Grabungsgebiet computermäßig abgebildet. Friedrich Hornemann gibt sich als rechtgläubiger Moslem aus. Er behauptet, er kennt den Koran und spricht nur deshalb kein Arabisch, weil er aus Konstantinopel stammt. In einem Brief schreibt er: Hoffentlich prüft niemand, ob ich beschnitten bin. In Wahrheit ist Hornemann der Sohn eines Pastors aus Hildesheim, hat selbst Theologie studiert und will sich nun als Afrikaforscher einen Namen machen. Bezahlt wird sein Abenteuer von der Afrikanischen Gesellschaft in London. In ihrem Auftrag soll er alte Karawanenwege erforschen, englischen Kaufleuten den Weg bereiten und, so Gott will, afrikanisches Gold in englische Tresore bringen. Seit einem Jahr hat Hornemann in Kairo auf diesen Tag gewartet. Napoleons Einmarsch und die Pest in Kairo haben seine Abreise immer wieder hinausgezögert. Jetzt zieht er endlich in die unbekannte Weite der libyschen Wüste. Der Lärm der großen Stadt liegt hinter ihm. Kairo, im Arabischen Al-Kaira, die Siegreiche. Jahrhundertelang die größte Stadt der Welt. Wer von Ägypten sprach, meinte Kairo. Wer Ägypten erobern wollte, musste Kairo erobern. Wer Ägypten erforschen wollte, begann hier mit seinen Studien. Eine Legende erzählt, die Wissenschaftler, die Napoleons Feldzug begleiteten, hätten in Kairo so viel Notierenswertes gefunden, dass ihnen die mitgebrachte Tinte nicht reichte. Sie schmolzen Gewehrkugeln und füllten das flüssige Blei in Schilfrohre. Die Geburtsstunde des Bleistifts. Es gibt tausend und eine Geschichte um die Stadt am Nil. Und bis die letzte erzählt ist, wird es tausend neue geben. Jenseits des fruchtbaren Niltals im Westen existiert nur das große Nichts, Wüste, endloses Sandmeer. Genau dorthin zieht Friedrich Hornemann mit seiner Karawane. Er schlägt den gleichen Weg ein, den Alexander der Große 2000 Jahre vor ihm genommen hat. Er reist nach Westen, in das Land der untergehenden Sonne, in das Reich der Finsternis und der Toten. Im Westen herrscht Seth, der Gott des Chaos und der Unterwelt. Noch im Mittelalter stand der Name der Oase Siwa für das Ende der Welt.